Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Willkommen zu unserem Format Tiger trifft und einen schönen Tag auch hier in-game. Ich freue mich sehr, heute Ron-Claude begrüßen zu dürfen. Hi. Bruce Wayne, Tony Stark und mein Gast Ron-Claude haben etwas gemeinsam. Nein, nicht das verblüffende Superhelden-Outfit, sondern ein Gespür für Gold und Gerechtigkeit. Dabei ist er aber auf gar keinen Fall ein Einzelkämpfer, sondern mit seinen Avengers, der Ron Unity, koordiniert der PvE-Zergs, um Gold und Materialien für legendäre Waffen zu sammeln. So wird auch langweiliges Farmen zu einem lustigen Familienausflug. Ich darf heute begrüßen Ron Claude. Wow, ich fühle mich geehrt. Dankeschön, dass ich heute hier sein darf. Hi. Gut. So, das klappt mit dem Setzen. Alles blind. So, schön, dass das halt heute geklappt hat, weil ich habe, wie gesagt, ein paar Leute im Gedächtnis gehabt, die ich gerne hier begrüßen möchte. Und zwar warst du halt direkt auch einer der ersten, die mir eingefallen sind. Ja, fangen wir mal, glaube ich, direkt an mit der Frage. Wir sind ja hier in Guild Wars 2 in dem coolen Cerebro, ja, den du mir ja gezeigt hast. Ja, ich dachte mir halt so, also ich habe mir natürlich die anderen Videos angeguckt, wo du mich angeschrieben hast, ja, du hast Interesse, mich auch zu interviewen. Dachte ich mir so, okay, irgendwie müssen wir dafür einen coolen Ort finden. Und ja, diesen Ort gibt es schon seit der Beta, also seit der Closed Beta. Und ich kenne den Ort schon ziemlich lange und dachte mir, dass es auf jeden Fall für den einen oder anderen Zuschauer vielleicht noch was Neues ist. Und ja, ich finde den Ort cool. Ja, der ist auch extrem nice. Ich musste übrigens im Internet extra nachgucken, wie Cerebro geschrieben wird. Ich hatte erst gedacht, ja, man muss auch ehrlich sagen, ich habe gedacht, das wird mit einem X geschrieben, weil Xavier, X-Men und sowas, da muss ein X rein. Aber nein, tut's nicht. Ja. Guild Wars 2, genau, mit den super References. Also muss ich ehrlich gestehen, finde ich Highlight. Wenn man auch überlegt, dass es welcher Dungeon war das? Irgendwie, wie hieß der nochmal? Der mit den Schaufeln. UDB? Genau. Umarmung der Betrübnis, genau. Da ist ja auch so, da gibt es ja auch eine Stelle, da ist so ein Roboter, der am Ende stirbt, der dann so den Daumen hochhält, so wie der Terminator. ja. Extrem gut. Also ArenaNet lässt sich da immer was einfallen. Orden an die Leute auf jeden Fall. Ja, für mich war. Oh, Entschuldigung. Ja, nee, komm. Für mich war dieser Boss mit dem Daumen hoch, hat mich so ein bisschen an so, ich bin leidenschaftlicher Zelda-Spieler, hat mich so ein bisschen von der Mechanik her an so einen Zelda-Boss erinnert. Wenn Fand du ich jetzt auf so, jeden Fall damals ziemlich nice. Wenn du das jetzt so sagst, fällt mir auch auf, dass das wirklich stimmt. Ja, also fand ich super. Ja, Guild Wars 2, hat sich denn der Cerebro sozusagen angelockt? Hat dich ArenaNet mit seinen geistigen Kräften denn hier reingeholt, sozusagen? Oder wie kommst du zu Guild Wars 2? Also, diesen Ort habe ich in der Closed Beta noch nicht gesehen. Da war ich mit anderen Sachen beschäftigt. Irgendwie, ich glaube, damals bin ich das erste Mal mit meinem Mensch, habe ich irgendwie mit dem Low-Level probiert, durch die Kesex Hills so weit wie möglich zu kommen. Bin dann an dieses eine schwebende Schloss geraten, mit dem, das glaube ich, diesem Zauberer gehört, der irgendwie diese Dorfbewohner da nach und nach entführt. Aber da weiß man ja nicht so viel rüber. Ja, aber warum? Ja. Nur für die Leute, ich glaube, das ist Kessex Hills ganz, ganz unten rechts, stimmt's? Rechts, ja, das ist korrekt. Da ist so ein Erdbeer, also auf den höheren Ebenen ist so ein Erdbeerfeld, also wer das schon mal abgeerntet hat, auch so einen, wie nennt sich das, diese Taucherbrillen. Genau. Und dann sieht man so im Hintergrund dieses Schloss, wo auch es unzählige, also wirklich unzählige Theorien gibt darüber. So, naja, und ja, wir unterbrechen uns gegenseitig. Ja, heute ist ja, ein verdammt guter leid. Tag. Nee, ich unterbreche ja so gerne. Komm, dann erzähl weiter. Ich hatte ja, dich unterbrochen. Also damals in der Beta, ich bin da halt, also tausendmal bin ich gestorben, weil die Viecher da permanent schon aus einer weiten Range irgendwie Aggro gezogen haben. Und dann so gefühlt nach 2, 3 Stunden bin ich da unten angekommen und auf einmal habe ich dieses Schloss gesehen und dachte mir so, okay, jetzt komme ich nicht dahin, aber vielleicht dann später, wenn das Game draußen ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich überhaupt zu Guild Wars 2 gekommen bin. Also ich habe Guild Wars 1 leider nicht gespielt. Das merke ich heutzutage immer. Ich werde oft im Stream irgendwie gefragt, ja, wie ist das da und damit? Und ich kann leider nicht wirklich mitreden. Aber hier im Freundeskreis, in meinem Real-Life-Freundeskreis, haben
sehr viele Guild Wars 1 gespielt und wo damals, ich glaube, das war 2011, als sie Guild Wars 2 auf der Gamescom vorgestellt haben. Ich glaube, es war 2011, wenn nicht, korrigiert mich bitte. Ich glaube, da habe ich das erste Mal die Charaktererstellung gesehen. Und ich glaube, sie haben sogar Ausschnitte von diesem Zerschmetterer-Bosskampf gesehen. Und ich hatte vorher eine lange Zeit lang Kabal Online gespielt. Und allein von der Grafik her war das ein Riesensprung. Ich übrigens, ich glaube, bevor das jetzt jemand in die Kommentare schreibt, was er natürlich machen könnte, aber ich glaube, es war der Schatten-B-Mod. Das war, du konntest spielen und dann kriegst du irgendwie, also irgendwie 45 Minuten durftest du spielen und in den letzten 15 Minuten hieß es dann so, ja, wollen Sie irgendwie der Schlacht beitreten? Und dann konnte man irgendwie dem Schatten-B-Mod beiwohnen, also dann legen. Und das war schon echt imposant. Also ich habe es auch gemacht damals. Ich Es kann war auch sein, dass begeistert. ich kann auch sein, dass ich das mit den Weltbörsen durcheinander gebracht habe. Aber ich weiß noch auf jeden Fall, bevor das Game rausgegangen bin, entweder habe ich es auf YouTube gesehen oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch der B-Mode, aber auf jeden Fall den Zerschmetterer. Ich weiß noch, da sind die mit Chars rumgelaufen und die hatten auch irgendwelche leuchtenden Waffen, aber ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Fand ich auf jeden Fall damals geil. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht war es auch mehr. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Es ist verdammt lange her. Aber das kann uns ja der Chat beantworten, denke ich mal, oder? Ja, Chat nicht, Beziehungsweise sondern die Kommentarfunktion. Kommentare, ja. Ich bin schon bei Twitch. So, bitte, also bei unserer Live-Aufnahme hier könnt ihr jetzt in den Chat schreiben, was sagt ihr denn dazu? Was war denn hier der Fall? Genau. Ja, die Frage ist natürlich, also es gab nur beschränkt Klassen zu spielen. Ich weiß zum Beispiel, der Necro gab es in der alten Necro-Form noch. Was ist denn jetzt momentan deine Lieblingsklasse? Also, ja, eine Lieblingsklasse habe ich nicht, sondern eher zwei. Also ich pendle immer so gerne zwischen dem Krieger und dem Dieb hin und her. Prinzipiell ist der Dieb so meine Lieblingsklasse, weil ich weiß nicht, ob du oder die Zuhörer jetzt dasselbe Gefühl haben, aber mich befriedigt es schon sehr, wenn mein Charakter einfach so, weiß ich nicht, das Outfit stimmt, der Style und ich finde, da ist der Dieb schon echt cool. Man jetzt auch mit dem Draufgänger, dass er da mit dem Stab so seine Künste zeigt, dass man sich unsichtbar machen kann. Es ist so für einen Map-Clear zum Beispiel die schnellste Klasse und ja, auch in Bezug auf Dungeons fand ich es immer super, so dass man da so ein paar Parts skippen konnte. Hat mir immer super gefallen. Ja, und der Krieger, wie gesagt, ich pflege es in meinem Stream mal gern eine Klasse zu spielen, ich nenne das immer, die ich Brain AFK spielen kann, ne? Nach so einem harten Arbeitstag, manchmal 10 Stunden, mache ich dann den Stream an und dann möchte ich natürlich mit meinen Leuten irgendwie chatten und mich mit denen unterhalten. Und da ist es auf jeden Fall von Vorteil, einen Krieger zu spielen. Also falls jemand das Video heute sich anguckt, für mich ist auch der Krieger so die einfachste Klasse und kann man mal so nebenbei ohne viel Konzentration spielen. Ja, ich muss jetzt auch nochmal so eine persönliche Sache in den Raum werfen, das ist vielleicht auch jetzt schon bekannter, aber meine Nummer 1 Braindead-Klasse ist momentan der Necro. Also wenn ihr die Chance habt, baut ein Necro. Ich habe gestern, also ich streame ja auch ab und zu mal, Eigenwerbung, übrigens, da kommen wir gleich nochmal zu, aber es geht darum, dass ich 5 Minuten lang den Necro mit der Nase gespielt habe. Das ist absolut möglich. Und das ist kein Witz, ich habe ihn wirklich mit meiner Nase gespielt. Welcher YouTuber war das nochmal, der irgendwie Lupikus mit einem Finger gemacht hat? Das geht ja so in die Richtung. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich könnte mir vorstellen, dass es Goku ist, aber Ja, ich ich bin mir glaube nicht auch. Ich ganz glaube sicher. auch, ja. Ja, deine Lieblingsrasse, also du brauchst ja auch eine Rasse zu deinen coolen Klassen, brauchst ja auch eine gute Rasse. Was nimmst du da so normalerweise? Ja, also im Prinzip bin ich eigentlich offen für alles. Ich habe jetzt auch mehrere Klassen auch mit doppelten Rassen und wie auch immer. Einfach, weil ich sehr viel spiele und irgendwie da ein bisschen Abwechslung braucht. Das fängt halt schon dran an, wie der Krieger das Schwert hält. Ob er es jetzt so nach rechts, nach unten hält oder beim Asura vielleicht mal über die Schulter lässig trägt. Bin ich da eigentlich offen. Jedoch habe ich schon eine Lieblingsrasse. Ich würde sagen, das ist der Norn. Prinzipiell Menschen finde ich auch super. Ne? Menschen ist so ein bisschen die Meta-Race. Aber ja, der Norn, ich weiß nicht, ich stehe auf Bärte, ich stehe auf Muskeln, ich stehe auf Tattoos. Also Tattoos nicht an mir, aber ich finde cool, dass man sozusagen da viel machen kann bei den Charakteren. Ja, wenn man sich allein mal so, ich will mal kurz was zitieren vom Wiki.
Ein wichtiger Faktor in der Kultur der Norn ist der Alkohol. Es ist nicht ungewöhnlich, dass auf den Feiern zu viel getrunken wird und sich daraus Schlägereien ergeben. Vielmehr ist es ungewöhnlich, wenn dies nicht passiert. Ja, und wenn man sich sowas durchliest, das ist halt schon irgendwie geil. Ich find's gut. Ja, das ist halt auch, muss ich ehrlich gestehen, Norn ist so auch eine meiner Lieblingsrassen. Also auf jeden Fall, das ist halt so mein Highlight. Wir kamen jetzt auch gerade durch meine Eigenwerbung ein bisschen da drauf. Du streamst. Also darum bist du auch hier eingeladen, weil ich ja Persönlichkeiten der Guild Wars 2 Community gerne hier haben möchte. Du streamst. Wann gucke ich denn deinen Stream? Genau. Also, wenn du meinen Stream gucken kannst, also da mein Alltag sieht meistens so aus, um euch das vielleicht erzählen zu können, beziehungsweise dir. Also ich arbeite meistens so bis 17 Uhr, dann gehe ich entweder nach Hause, koche, Sport, was auch immer. Und meistens geht der Stream täglich, also ihr könnt mich eigentlich täglich antreffen. Es gibt natürlich mal Ausnahmen, da streame ich nicht, aber eigentlich könnt ihr mich so um 21 Uhr antreffen und dann geht es meistens so bis 11:30, 12:30. Also so ungefähr 3 Stunden, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ja. Dann kommen wir direkt weiter dazu. Wann, nicht nur wann genau gucke ich dir, sondern was machst du, dass ich deinen Stream gucken möchte? Also was Ja, machst also du genau? ich kann ja vielleicht mal erzählen, warum ich überhaupt angefangen habe zu streamen. Ich denke, das ist in dem Zusammenhang ganz sinnvoll. Also es war ungefähr, ich glaube, also 2015, Februar, März, April, da habe ich, glaube ich, die ersten Streams gestartet und habe dann so langsam angefangen. Damals hatte ich einfach das Gefühl, also ich habe gerne Streams auf Twitch geguckt und ja, im Bereich Guild Wars, besonders in der deutschen Unterteilung, habe ich da nicht wirklich was gefunden. Da gab es Zuschauer mit, Streamer mit 1, 2, 3 Zuschauern und weiß nicht, also darum geht es nicht. Es geht nicht um die Zuschauerzahl, sondern das musste einen irgendwie ansprechen. Und ich hatte auch damals irgendwie das Gefühl, die Leute, die bleiben nicht am Game, die sind nicht motiviert, irgendwie ein Legendary zu bauen oder so, das ist zu viel, das schaffe ich niemals und so. Und ich habe halt damals sehr viel Dungeon Runs gemacht mit meiner Gilde. Und irgendwie habe ich vermisst, das, was wir sozusagen spielen, im Stream zu sehen. Dann habe ich damals angefangen. Wir haben immer so abends so eine Dungeon-Tour gemacht, ne? Jetzt nicht unbedingt Speedrun-mäßig, sondern halt entspannt, aber jetzt auch nicht langsam. Wir haben schon versucht, da schnell durchzukommen, aber wir waren jetzt nicht so, dass wir das so mega schnell machen müssen. Ja, und ja, dann ging das so weiter und ja, heutzutage ist es so, beziehungsweise, ja, ich wollte den. Ja, sammeln wir uns nochmal. Was machst du jetzt genau? Ja, also genau. Es sieht momentan folgendermaßen aus. Also es ist so ein typischer Feierabendstream. Wie gesagt, es sind immer so 3 Stunden. Der rote Faden in meinem Stream ist auf jeden Fall der PvE-Content. Um ganz detailliert zu sein, ist es immer ein Legendary, was ich baue. Das zieht sich dann über mehrere Wochen. Mittlerweile habe ich 18 Stück. Ja, das ist so der rote Faden im Stream. Und da sieht man natürlich dann, wenn so ein Format, sage ich mal, ja, zwischen 15 und 30 Tagen dauert, je nachdem, was man macht, dann kann man natürlich den Zuschauern einige Sachen zeigen. Erstmal, wie das Ganze mit den Legendaries funktioniert. Man muss ja verschiedene Sachen machen. Man braucht meistens eine Karte, man muss Obsidian-Shards farmen, Meds und natürlich ganz wichtig das Gold. Und ja, in diesem, ich nenne das dann immer Projekt, sieht man natürlich alle Facetten. Und wie gesagt, das ist so der rote Faden und zwischendurch gibt es dann auch mal Raids oder weiß ich nicht was, aber hauptsächlich ist es PvE. Was ich gesehen habe oder warum ich einmal oder wo ich den ersten Kontakt richtig mit dir hatte, war übrigens, als du eine Legendary gemacht hast aus HOT. Und zwar hast du so einen Run gemacht, wo du dich alle Maps geklärt hast. So mit 50 Leuten haben wir alle Maps in HOT einmal komplett durchgeklärt.
Danke, dass du das gesagt hast. Oh, Entschuldigung, ich habe Ja, dich schon wieder unterbrochen. ich fand das halt mega gut. Also das fand ich halt mega gut, weil das war halt super easy. Also das war halt alles Dings, dann waren da so 10 Leute, ja, ich habe das nicht bekommen. Ach komm, wir drehen mal kurz um, machen das nochmal und dann machen wir kurz Pause. In der Pause könnt ihr ja die machen, die ihr nicht bekommen habt. Und so habe ich übrigens auch also die letzten 2 Map-Erkundungen gemacht, wo ich keinen Bock drauf hatte. Unter anderem dieses, wie hieß es, Tangled Depths oder sowas? Ist das das Verschwundene mit den... Tiefen, Mit den Char mit den Chuck, das ist komplette Hölle. Also das ist wirklich, wirkliche Hölle. ja, also da hast du, also danke, dass du das gesagt hast. Da habe ich natürlich einen ganz wichtigen Teil vergessen an dieser Stelle. Falls, ich hoffe, es ist okay, aber ich möchte gerne meine Ron Unity grüßen an dieser Stelle. Für die Zuschauer, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich lege in meinem Stream auch sehr viel Wert, interaktiv mit den Zuschauern zusammen zu spielen. Und wie Tiger gerade schon erzählt hat, machen wir ab und zu so ein Maguuma-Clear. Und er sagte ja gerade, dass Tangled Depths beziehungsweise verschlungene Tiefen für ihn die Katastrophe ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich persönlich meine Lieblingskarte, weil es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, also ich mag schon gern erkunden und mag es irgendwie, dass die Leute sagen, oh, das ist voll der Irrgarten, wie soll man sich da zurechtfinden? Ja, und ich glaube, ich habe das jetzt, die Karte insgesamt bestimmt schon, will nicht lügen, so zwischen 11 und 12 Mal gemacht und es macht mir jedes Mal wieder Spaß. Ja, mir nicht. Ja, du hast ja jetzt schon von deinen Lieblingsmaps erzählt. Was magst du denn noch an Guild Wars 2 besonders? Vielleicht was auch zu anderen MMOs abgegrenzt wird oder sowas? Ja, also mir würde jetzt gerade was, was Aktuelles einfallen. Also da habe ich gerade zwei Sachen im Kopf. Oder willst du den Unterschied hören zwischen. Nö, 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 das ist. Erzähl. Einfach drauf los. Also Was? was mir aktuell richtig gut gefällt, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe jetzt schon viele Charaktere und es ist so, dass man dann ja relativ viele Folianten des Wissens hat. Und ich hatte letztens so eine Aktion auch zusammen mit einem Stream gemacht. Ich möchte jetzt demnächst den Necro ein bisschen mehr aktiver spielen, auch in Fraktalen und Raids. Und ich veranstalte auch halt öfter mal so einen 18-Stunden-Stream, beziehungsweise auch mal 2x9, so auf einem Wochenende. Und ja, was ich sagen will, ist, ich habe dann sozusagen eine Challenge gemacht. Ich habe versucht, in 18 Stunden einen Necro auf Level 80 zu bringen. An dieser Stelle kann ich sagen, ich bin nur Level 51 ge geworden, halt ohne Hilfe. Und weil ich am Ende wirklich gar keinen Bock mehr hatte, irgendwie die normale Map zu machen und ich habe auch schon, war schon mehrere Stunden wach, bin ich auf eine ganz verrückte Idee gekommen. Und zwar bin ich einfach mit meinem Level 51er nach Maguuma gegangen und am Ende stand ich, glaube ich, bei Maul von Mordremov. Und ja, das hat mir persönlich, das habe ich noch nie gesehen und es ist auch irgendwie aus so einer Langeweile heraus entstanden. Aber das hat mega Bock gemacht, weil das war so, ich muss irgendwelche Ninja-Wege gehen, so nenne ich das jetzt mal, um nicht zu sterben, weil die Aggro wirklich so hart war und alles hat mich gewonnen. Das fand ich richtig geil. Eine Sache, die mir momentan auch noch einfällt, so jetzt auch auf den Wandel bezogen, was ich momentan richtig super finde, sind die Precursor-Sammlungen, auch die Entwicklung, die das Ganze sozusagen mit sich bringen. Ich hatte zum Beispiel Nimmermehr gemacht, hergestellt, den Precursor über die Sammlung und natürlich dann auch das Legendary. Und habe dann im Nachhinein auch noch Chuka und Champawat, den legendären Kurzbogen, gemacht. Und da hat man so eine Entwicklung gesehen in dieser Precursor-Sammlung. Und das lässt mich hoffen, dass wenn es da weitergeht, also das ist einfach cool, ne? Ich baue halt sehr viele Legendaries und wenn sie das mir so ein bisschen verschönern, finde ich das aktuell sehr, sehr gut. Das ist natürlich, ja, wenn das genau deine Ziele sind, dann ist es halt schon ein Segen bei HOT gewesen. Auf jeden Fall. Was sind denn Sachen, die du nicht magst? Also es wird ja auch viel gesprochen über Sachen, die sie nicht gut machen und jetzt auch zum Teil wieder verbessern. Was ist denn da so die Sache, die du momentan ins Auge fasst und würdest sagen, die findest du nicht gut in Guild Wars 2? Boah, jetzt muss ich mal überlegen. Was finde ich nicht gut? Das ist, also, ja, da, du merkst schon, also ich bin eigentlich da sehr simpel gestrickt. Ich gebe mich mit relativ wenig zufrieden.
Ja, ich muss jetzt echt nachdenken. Vielleicht kannst du ja mal an dieser Stelle sagen, was du schlecht findest. Tigerfüllchen trifft Tigerfüllchen. Nein, aber vielleicht fällt mir dann in dem Bezug irgendwas ein, weil jetzt so auf die Schnelle, dass ich irgendwie sagen kann, boah, das regt mich mega auf, habe ich eigentlich nicht, weil ich den Content spiele, den ich super finde. Ich habe eine Sache, die dich bestimmt auch hundertprozentig nervt. Und zwar legendäre Waffen. Da kannst du die Stats ändern, aber deine Sigile nicht. Was ist, Ah, wenn du okay. jetzt zum Beispiel dein Blitz hier nehmen möchtest und dir überlegst, so, komm, ich gebe das mal meinem Krieger und dann guckst du so auf deinem, ja, wie spielt man Krieger am besten? Ach ja, da muss ich hier diese Blitzrune, also hier Sigil der Luft nehmen. Und dann siehst du aber im nächsten Dings, dass du, wenn du das wechselst und sagen wir mal auf deinem Messmer gibst, weil du den jetzt super viel spielst, dass du Heftigkeit brauchst und dann zerstörst du einen 10-Gold-Sigil. Einfach so. Um das durch ein Das. anderes teures Sigil zu ersetzen. Ja, da gäbe es vielleicht die Möglichkeit von so einem legendären Sigil beziehungsweise Rune. Das kostet dann irgendwie scheiß viel Kohle, weiß ich nicht. 500G, 1000G und dann kann man das irgendwie switchen die ganze Ich Zeit. hätte Ne, so. so ein Ja. Klickmenü gerne. Also so wie bei den Stats. Du tust es einmal rein und dann Legendary Sigil wurde freigeschaltet. Und dann kannst du das Sigil immer reintun, wann du willst. Meinst du auch permanent rausnehmen so und dann Genau. zwischen Legendary auch wechseln? Nee, sondern du machst in Fest. der Legendary steht oben Sigil und darunter steht Stats. Und dann kannst du einfach, siehst du, okay, machst du Sigile auf und dann sind alle Sigile aufgelistet, die du schon mal freigeschaltet hast. Oder man könnte die auch einfach freischalten für 10 Gold, einfach jedes Sigil in so einem extra Menü, so wie im PvP. Was auch geil wäre, also ich stelle mir so vor, es gäbe wie so ein Upgrade auf dein Legendary. Und du kannst dann sozusagen, wenn du dann mal ein Sigil bzw. eine Rune droppst, kannst du die darauf benutzen und dann hast du, wie du schon sagtest, im PvP so einen Reiter, so, ne? Also wie so ein Legendary Plus dann oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist halt auch, also das ist so eine Sache, die mich nervt, auch für die Rüstung finde ich das extrem nervig, weil Stats wechseln bringt nichts, wenn man Sigile nicht wechseln kann. Wenn du was in dem Spiel ändern dürftest oder verbessern oder irgendwie was wieder einbringen, was vielleicht ja schon eingebracht wurde, was wäre das so? Also, ja, was mich momentan so ein bisschen gestört hat, also jetzt fällt es mir gerade ein, ich habe es oft, manchmal spreche ich mit irgendwelchen Leuten auf dem TS, mit Gildenmembern oder ich weiß nicht mit wem, mit irgendwelchen Freunden und dann laufe ich so ein bisschen sinnlos in der Gegend herum und ja, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so einen Riecher für. Ich schaffe es sehr oft, irgendwie out of map zu kommen, aber das macht mir auch Spaß. So, ich laufe gern an Stellen rum, wo ich vielleicht nicht rumlaufen darf. Und aber das passiert auch, also es zieht mich irgendwie an. Das ist irgendwie komisch, ich kann das nicht erklären. Und seitdem sozusagen Gleiten in Tyria funktioniert, haben sie schon relativ viele Walls gesetzt, ne? Also ich hatte schon viele Spots, wo ich gerne hingegangen bin. Wo ich jetzt nicht mehr hinkomme. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie das rausnehmen, weil das ist natürlich schon okay, ne? Weil es ist natürlich mit dem Gleiter hat man viel mehr Möglichkeiten als ohne. Ja, ich habe die letzte wurde eigentlich schon, also ich habe noch eine Frage, aber die ist eigentlich so ein bisschen rausgenommen worden. Ja. Deine Motivation momentan in Guild Wars 2. Viele Leute beklagen sich um zu wenig Motivation bei ihnen. Was ist deine Motivation momentan? Ja, also Motivation. Zwei ganz klare Dinge. Nummer eins, definitiv, ich habe mir als Ziel gesetzt, alle Legendaries zu haben. Vielleicht muss ich dann früher oder später auch den PvP-Rücken bauen. Ja, wer mich kennt, weiß, ich bin da nicht so der Fan von. Aber wer weiß, vielleicht wird man Ronclaw demnächst auch im PvP mal ordentlich auf den Arsch hauen dürfen. Motivation 2 ist ganz klar mein Stream. Ne? Also es ist einfach. Es ist einfach ein Segen, ja. Du, keiner von deinen Freunden oder von deinen Guildenmembern ist online, aus welchem Grund auch immer. Und du hast die Möglichkeit, den Stream anzumachen. Da kommen Leute, die sich freuen. Und ich kann einfach sagen: Komm, ich mache einen Commander an. Wir farmen jetzt ganz stupide, einfach Gold, die langweiligste Methode, die es gibt, was auch immer. Und es macht einfach mega Spaß. So, die zwei Punkte sind super für mich. Gut.